Herzlich willkommen zum achten Teil unserer Serie Evolution. Alternativlos? Wir haben uns in den ersten 7 Folgen unserer Sendereihe mit unserem riesigen Universum beschäftigt. Mit unbelebter Materie. In den nächsten 12 Sendungen, Abiogenese 1 bis 12, beschäftigen wir uns mit der Frage, ob es überhaupt möglich ist, dass aus dieser toten Materie Leben ohne Hilfe von selbst entstehen kann. Zunächst aber ein kurzer Rückblick auf die ersten 7 Folgen Kosmogenese 1 bis 7. Eine der größten Überraschungen der modernen Forschung ist die extrem genaue Feinabstimmung der Naturkonstanten zueinander. Würde man zum Beispiel die Schwerkraft im Verhältnis zur starken atomaren Kraft an der 36. Stelle hinter dem Komma verändern, also nur um ein Billionstel vom Billionstel vom Billionstel, dann gäbe es kein Leben in unserem Universum. Diese Feinabstimmungen unseres Universums, die alle miteinander vernetzt sind, sind so unfassbar extrem genau, dass die Wahrscheinlichkeit, dass unser Universum durch Zufall entstanden ist, mit weit unter 1 zu 10 hoch 500 abgeschätzt wird. Das ist praktisch gleich Null. Also fast völlig unmöglich. Wer heutzutage am Zufall festhalten will, ist gezwungen, von einem Multiversum mit weit über 10 hoch 500 Universen auszugehen, die durch ebenso viele Urknälle entstanden sind. Allein bei unserem Universum muss es dann genau so geknallt haben, dass alle Naturkonstanten richtig eingestellt wurden und komplexes Leben möglich ist. Der Zufallsgläubige ist aufgrund der wissenschaftlichen Erkenntnisse gezwungen, an fast unendlich viele Universen zu glauben, obwohl er nur dieses eine sieht. Wer aber an einen Schöpfergott glaubt, der muss nicht an diese utopische Vorstellung von fast unendlich vielen Universen glauben. Doch eines haben die Zufallsgläubigen und die Gottesgläubigen gemeinsam. Für beide ist unser Universum absolut außergewöhnlich und unfassbar genau auf komplexes Leben zugeschnitten. Es ist einzigartig. Völlig unabhängig von dieser super Feinabstimmung haben wir noch eine universelle Ordnung in mindestens 8 übereinander gelagerten Ebenen. Also eine gigantische Ordnungshierarchie von einfachen Himmelskörpern bis hin zu den Fäden aus Supergalaxienhaufen im gesamten Universum entdeckt. Diese Ordnung widerspricht dem Zufallsprinzip aufs Schärfste und schreit nach einem weisen Baumeister. Ist es da verwunderlich, dass von den 3000 fremden Planetensystemen, die wir schon entdeckt haben, nicht ein einziges Planetensystem für komplexes Leben tauglich ist? Ist unser Planetensystem vielleicht auch absolut einzigartig? Zu dieser Tatsache kommt noch hinzu, dass man die Abstände der Planeten, mit Ausnahme des letzten, sogar in eine mathematische Reihe legen kann. Auch unsere Sonne gehört zu einem sehr seltenen, ruhigen Sonnentyp, dem Typ G2V. Und sie scheint sogar unter diesem extrem ruhigen Sonnentyp eine völlige Ausnahme zu sein. Denn sie hat keine nachweisbaren Superausbrüche. Müssen wir sie nicht nach unserem bisherigen Kenntnisstand ebenfalls als einzigartig unter allen Sternen ansehen? Unter den 194 Monden unseres Planetensystems ist ausgerechnet der Mond, und wir haben ja nur einen, der einzige Mond, der sogar als exakt astronomisch-optische Blende für die Sonne genutzt werden kann, sodass wir sie sehr gut erforschen können. Auch er ist einzigartig. In dem riesigen Spektrum der elektromagnetischen Wellen gibt es nur einen winzigen Bereich, der nur ein Billiardstel vom Ganzen ist. Wir nennen ihn das optische Licht. Exakt in diesem winzigen Bereich sendet unsere Sonne 40% ihrer gewaltigen Energie aus. Genau dort hat unsere Atmosphäre ein Mikrofensterchen. Genau diese Strahlung lässt sie hindurch, sodass die Photosyntheseapparate der Pflanzen, die tatsächlich auch nur in diesem winzigen Bereich arbeiten können,
diese einzige richtige Energie verarbeiten können. Genau nur in diesem Bereich können unsere Augen sehen. Genau dieser Bereich ist so schön bunt. Ist nicht dieser winzige Bereich der elektromagnetischen Wellen, den wir Licht nennen, ebenfalls absolut einzigartig und einmalig? Das Wasser ist, wie man feststellen musste, die einzige Flüssigkeit im Universum, die mindestens 10 wichtige Eigenschaften besitzt, die man für komplexes Leben unbedingt benötigt. Von allen Atomen sind Kohlenstoff und Silizium die einzigen Atome, mit denen man ausgezeichnet komplexe biologische Strukturen bauen kann. Aber mit Silizium kann man keinen Gaskreislauf zwischen uns und den Pflanzen und Mikroorganismen herstellen. Dieses Atom tritt nicht in Gasform auf, wie der Kohlenstoff. Wir atmen ihn in Form von Kohlendioxid aus und die Pflanzen und Mikroben atmen ihn ein. Sie verarbeiten ihn zu Zucker und Sauerstoff, die wir benötigen. Ohne das Kohlenstoffatom wäre komplexes Leben nicht möglich. Es ist einzigartig. Bis jetzt haben wir uns ausschließlich mit toter Materie befasst und wir sind auf eine ganze Reihe von außergewöhnlichsten Einzigartigkeiten gestoßen, die deutlich für eine geniale Planung, eine Extra-Anfertigung unseres Weltalls sprechen. Wir sind auch auf eine ganze Liste von schwerwiegenden Mängeln bei der Zufallstheorie oder dem Urknall gestoßen. Man versucht sie mit viel gut klingenden Erfindungen zu flicken, wie zum Beispiel mit dem Urknall, der Inflation, der dunklen Materie oder dunkler Energie oder einem Multiversum und so weiter. Doch seit vielen Jahrzehnten hat man von diesen ausgedachten Dingen nicht eines gefunden. Und wir sind auf einige Tatsachen gestoßen, die viel eher für ein junges Weltall sprechen, wie zum Beispiel heiße Monde und viel zu warme Planeten oder sprühende Kometen oder viel zu wenige Supernova-Reste. Was meinen Sie, was wird geschehen, wenn wir uns nun nicht mit toter Materie befassen, sondern mit biologischem Leben? Wird es für die Zufallstheorie leichter oder schwieriger? Was ist komplexer? Die Andromeda-Galaxie oder eine Amöbe? Unser Universum oder ein Spatz? Sobald wir es wagen, auch nur einen Schritt von toter Materie hin zu biologischem Leben zu tun, öffnet sich plötzlich eine gewaltige Kluft und wir stehen vor einem gähnenden Abgrund, dessen Boden wir noch nicht einmal sehen können. Denn alles biologische Leben, das wir kennen, selbst die kleinste Zelle, ist hyperkomplex. Viel komplexer als das gesamte Universum. Denn sie wird nicht nur von Naturgesetzen, sondern von einer Fülle von Informationen in den Genen genau gesteuert. Je mehr man über die zufällige Entstehung einer ersten Zelle nachdenkt, desto stärker tritt die Unmöglichkeit dieser Idee zutage. Selbst tiefgläubige Evolutionisten verzweifeln an dieser Hürde. Der Nobelpreisträger, Professor Dr. Manfred Eigen, sagte: Wie können anorganische Moleküle, also tote Materie, biologische Informationen bekommen und weitergeben, also vererben, damit eine Urzelle entstehen kann? An und für sich ein unlösbares Problem. Das Gleiche gab der evolutionistische Biochemiker Professor Ernest Cahane in einem Vortrag zu. Er sagte: Es ist absurd und absolut unsinnig zu glauben, dass eine lebendige Zelle von selbst entsteht. Aber dennoch glaube ich es, denn ich kann es mir nicht anders vorstellen. Wir Menschen bauen heute viele Maschinen. Selbst wenn wir nur erklären müssten, wie irgendeine beliebige Maschine durch zufällige Prozesse entsteht, würden wir schon scheitern. Wenn wir aber erklären müssten, wie eine Maschine durch zufällige Prozesse entsteht, die sich sogar selber wieder bauen kann, dann fehlen uns die Worte. Bis heute hat kein Mensch jemals eine Maschine gebaut, die sich selbst vermehren kann. Meine Waschmaschine wird nicht schwanger. Meine Bohrmaschine wächst nicht. Mein Rasierapparat repariert sich nicht selbst. Mein Computer denkt nicht. Und mein Auto bekommt keine Autokinder. Wenn schon unsere berühmtesten Wissenschaftler und Techniker mit ihrer hohen Intelligenz
keine Maschine bauen können, die sich selbst vermehren kann, wie sollte es dann der dumme Zufall schaffen, der gar nichts schaffen will, der gar keine Absicht hat, etwas zu schaffen? Ja, wir können heutzutage keine Maschine bauen, die sich selber wieder bauen kann. Das geht nicht. Selbst die einfachste lebende Zelle ist ein ganzheitliches Informationssystem, das die gesamte Biochemie der Zelle kodiert. Und sie ist eine Maschine, sie ist wirklich eine Fabrik, ist sie, die Maschinen produziert, erzeugt und die sich selbst zusammensetzen, um weitere Maschinen, Kopien herzustellen. Menschen sind noch weit davon entfernt, eine Maschine herzustellen, die sich selbst wiederum fortpflanzen könnte. Das bleibt nach wie vor Lebewesen vorbehalten. Und die größte Schwierigkeit für die Entstehung der ersten Zellen ist die Tatsache, dass Makromoleküle des Lebens keinerlei Tendenz aufweisen, sich zu einer Zelle zu organisieren. Sie bleiben einfach mehr oder weniger schiedlich und friedlich nebeneinander liegen und weisen keine Tendenz auf, sich in Richtung Zelle zu organisieren. Wir werden uns nun mit dem erstaunlichen Aufbau einer Zelle befassen. Und natürlich auch mit sogenannten Ursuppenexperimenten, die man seit Miller und Urey 1953 macht. Beginnen wir mit der Geschichte der Mikroskopie. Genauso wie man in der Astronomie im 17. Jahrhundert immer bessere Fernrohre entwickelte, so kam man auch in der Biologie durch die Entwicklung von Lupen und Mikroskopen voran. Der erste, der überhaupt Zellstrukturen entdeckte, war Robert Hooke. Er entdeckte sie 1665 im Flaschenkork. Schon 10 Jahre später, 1675, entdeckte Antony van Leeuwenhoek, dass es Bakterien gibt, also Einzeller. 1719 fertigte er die erste Zeichnung einer Zelle mit Zellkern an. Er war seiner Zeit weit voraus. Erst ein Jahrhundert später konnte man bessere Mikroskope bauen als er. Denn der Schlingel verriet niemandem seine Herstellungstechnik. Im Jahre 1833 entdeckte Anselme Payen das erste Enzym in einer Zelle, die Diastase, ein Eiweiß. Dieses Eiweiß oder Enzym ist eine winzige Mikromaschine in der Zelle, die den Mehrfachzucker, also die Stärke, aufspalten und abbauen kann. In dieser Zeit bemerkte man, dass alle Pflanzen und Tiere, die man genauer untersuchte, aus einzelnen Zellen bestanden. Das wurde dann 1839 von Matthias Jakob Schleiden und Theodor Schwann als allgemeine Zelltheorie formuliert. Doch erst kurz vor dem Ende des 19. Jahrhunderts, 1897, gelang es, das erste Enzym aus einer Hefezelle heraus zu isolieren. Damit begann die Möglichkeit, dass man Enzyme, also winzige Mikromaschinen einer Zelle, außerhalb der Zelle verwenden konnte, um sie für die eigenen Zwecke zu verwenden. Buchner bekam 1907 für seine Arbeiten über Gärungsprozesse außerhalb der Zelle den Nobelpreis für Chemie. Nun gibt es in jeder Zelle eine große Menge verschiedener Enzyme. Jedes Enzym hat seine besondere Aufgabe, wie eine Spezialmaschine. Manche müssen bestimmte Bausteine, Moleküle zusammenbauen. Andere sind für den Transport in der Zelle verantwortlich. Einige müssen Teile zerkleinern oder abbauen. Andere müssen Baupläne oder Steuerungspläne schreiben, mit denen man wieder neue Maschinen nachbauen kann, wenn die alten ausgedient haben. Wieder andere müssen diese Baupläne und Steuerungspläne kopieren. Manche müssen Müll entsorgen. Und wieder andere müssen die Zellhaut reparieren. Viele müssen einfach nur bestimmte Nachrichten übermitteln und so weiter. In jeder noch so kleinen Zelle gibt es hunderte verschiedene Aufgaben. Eine Zelle ist wie eine kleine, vollautomatische Fabrik mit vielen Mikromaschinen, Fließbändern und einer umfangreichen Bibliothek. Today we know that cells are extremely complex.
Heute wissen wir, dass Zellen sehr komplex sind. Durch die Erfindung des Elektronenmikroskops konnten wir in die Zellen reinschauen und auch durch die verschiedenen anderen Forschungstechniken erkennen wir, dass das Zelleninnere einen hohen Grad an Komplexität aufweist. Es ist sogar noch komplexer als zum Beispiel die gesamte Stadt Berlin. Sie haben Müll, der abgeholt und entsorgt wird. Sie haben frische Lebensmittel, die in die Stadt hineintransportiert werden. All diese Dinge passieren. Menschen bewegen sich, alle möglichen Aktivitäten werden durchgeführt und die Zelle ist noch komplizierter, obwohl sie so mikroskopisch klein ist. Als ich Ingenieur war, habe ich unter anderem Fabriken geplant, insbesondere den Transport von Material rein und raus aus einer Fabrik. Wenn Sie ein Auto oder einen Traktor bauen, brauchen Sie alle richtigen Materialien zur richtigen Zeit, in der richtigen Menge, am richtigen Ort. Und dann müssen alle anderen Abfallprodukte, die von den gelieferten Materialien herrühren, entfernt werden. Und dann kann man die Produktion zum Beispiel von Autos gewährleisten. Dies erfordert Systemdenken. Automobile or a car. This takes system thinking. Was macht nun eigentlich eine Zelle aus? Warum bezeichnet man eine Zelle im Gegensatz zu einem toten Stein als lebendig, als Leben? Eine Zelle sucht sich selbstständig ihre richtige Nahrung aus oder stellt sie sogar selber her. Ein Stein nicht. Mit ihrer Zellhaut kann sie sich vor vielen Dingen schützen. Sie kann wachsen, also selbstständig etwas herstellen, ein Stein nicht. Sie kann den Müll, der in ihrem Innern entsteht, selbstständig entsorgen. Sie kann sich sogar selbstständig reparieren. Sie besitzt ein Wissen, eine umfangreiche Bibliothek, in der alles aufgeschrieben ist, wie es funktioniert, ein Stein nicht. Und sie kann sich vollautomatisch selber wiederherstellen, verdoppeln. Eine Zelle lebt auch nicht einfach für sich selbst, sondern sie hat eine bestimmte Aufgabe in der Natur, einen Sinn. Sie ist ein geniales Wunderwerk mit vielen ineinander greifenden Kreisläufen. Alles, was lebt, kann Stoffe aus der Umgebung aufnehmen, verändern und umbauen und für sich selbst nutzbar machen. Für diese Stoffveränderung, diesen Stoffwechsel, braucht man Eiweiße, Enzyme. Das sind winzige Mikromaschinchen mit sehr speziellen Fähigkeiten. Da unsere kleinen Maschinen recht kurzlebig sind, müssen sie ständig wieder nachgebaut werden. Deshalb braucht man für ihre Herstellung genaue Baupläne von ihnen, die Gene. Aus diesem Archiv von Bauplänen werden dann einzelne Kopien hergestellt, die zu einer Fabrik, einem sogenannten Ribosom, gebracht werden. Diese Fabrik kann zusammen mit vielen Schlüsseln, die die Baupläne lesen können, und mit weiteren Hilfsmaschinen dann wieder unsere kleinen Mikromaschinen herstellen. Und der Kreislauf ist geschlossen. Wie viele Mikromaschinen und Pläne braucht man nun für diesen kleinsten Kreislauf des Lebens? Allein für die Herstellung der Pläne benötigt man etwa 100 verschiedene Mikromaschinen und deren 100 Baupläne für sie selbst, weil sie zu schnell kaputt gehen. Für die Anfertigung einer Kopie aus dem Archiv braucht man eine Kopiermaschine und ihren Bauplan. Die kleinste bekannte Proteinfabrik, das Ribosom, besteht aus mindestens 52 Mikromaschinen und 3 zusätzlichen Spezialplänen. Für die 52 Maschinen brauchen wir wieder ihre eigenen Baupläne, denn solch eine Proteinfabrik hält nicht lange. Für das Lesen und Bearbeiten der Kopien, die in die Fabrik gebracht werden, braucht man etwa 50 Schlüssel oder Übersetzerschlüssel, die so eine Art Lexikon in der Zelle darstellen und die ebenfalls chemisch genauso aufgebaut sind wie die Baupläne. Die Übersetzerschlüssel aber benötigen für ihre Arbeit in der Fabrik noch etwa 20 weitere Helfershelfer. Die können zusammen mit diesen Schlüsseln und der Fabrik wieder unsere fleißigen kleinen Mikromaschinen bauen. Auch für die 20 Helfershelfer benötigen wir natürlich wieder deren 20 Baupläne. Wir brauchen also insgesamt mindestens 173 komplizierte spezielle Mikromaschinen und 226 Baupläne, bei denen die 50 Sonderpläne für die Übersetzerschlüssel und die 3 Spezialpläne für die Fabrik schon enthalten sind.
Natürlich müssen diese vielen Einzelteile alle dicht zusammengehalten werden, damit sie überhaupt miteinander arbeiten können. Würden sie in einem kleinen Teich umherschwimmen, dann würden sie sich fast nie mehr treffen. Sie benötigen unbedingt eine stabile Schutzhülle oder Membran. Diese Schutzhülle muss die nützlichen Nährstoffe aufnehmen und die schädlichen Stoffe abschirmen. Und sie muss den Müll, der im Inneren entsteht, entsorgen, aber alle wichtigen und notwendigen Stoffe festhalten. Sie muss also den Export und den Import sehr genau regeln, sonst kann sich unser kleinster Kreislauf des Lebens nicht lange halten. Dafür benötigt man weit über 10 verschiedene Spezialmaschinen und natürlich auch deren Baupläne und die Baupläne für die Schutzhülle selbst. Spätestens hier erkennt man, dass man nicht nur Baupläne, sondern auch Steuerungspläne benötigt, die den Mikromaschinen genau sagen, wo sie arbeiten müssen. Denn sie arbeiten an unterschiedlichen Stellen. Die einen arbeiten in oder an der Membran und andere nicht. So wie jede Bohrmaschine Strom braucht, so brauchen unsere kleinen Eiweiße oder Mikromaschinen eine spezielle chemische Energie. Diese bekommen sie durch einen winzigen chemischen Energiebaustein, das sogenannte Adenosintriphosphat, kurz ATP genannt. Und davon brauchen sie massenweise einen Strom von ATPs. Das ATP wird in jeder Zelle durch Generatoren hergestellt, die sogenannten ATP-Synthasen oder ATP-Hersteller. Das sind richtige Motoren mit Rotor und Stator, die wie bei dem E. coli-Bakterium aus mindestens 8 verschiedenen Proteinen Mikromaschinen zusammengesetzt sind. Diese Generatoren stellen den universellen Energiebaustein ATP her, den jede Zelle auf dieser Welt braucht. Wir werden uns später noch ausführlich damit beschäftigen. Damit dieses kleine Wesen nun auch etwas länger überleben kann, benötigt es unbedingt einige Reparaturmechanismen, also Reparaturmaschinen, Monteure. Sie müssen die Schutzhülle reparieren. Wenn manche Mikromaschinen zu kaputt sind, müssen sie sogar entsorgt werden. Besonders streng muss das Archiv unsere Baupläne und Steuerungspläne ständig kontrolliert und repariert werden. Wenn dort beim Abschreiben auch nur 1% Fehler gemacht werden, entsteht in der Zelle Chaos und sie kann nicht überleben. Hier sind Fehler nur äußerst selten erlaubt. Für die Reparaturen benötigen wir ganze Kolonnen von weit über 10 verschiedenen Mikromaschinen und deren Baupläne und Steuerungspläne. Die allererste Zelle muss ein etwa 100%ig funktionierendes DNA-Reparatursystem gehabt haben, um seine DNA zu reparieren. Wird das nicht durchgeführt, dann zerfällt diese Information innerhalb 5 bis 6 Generationen. Das heißt, wenn es einmal reproduziert wird, dann werden da Fehler eingebaut. Und das geht natürlich einmal gut, aber zweimal geht nicht gut. Zum dritten Mal ist die Information in diese Gene schon verschwunden. Zum Schluss noch das Wichtigste. Da unsere Zelle auf einer jungen, geologisch hochaktiven, unruhigen Erde nicht lange überleben kann, muss sie sich vermehren können. Erst dann könnte Leben auf Dauer existieren. Dafür braucht sie aber weitere Mechanismen und Spezialmaschinen, die eine ganze Reihe von Prozessen in Gang setzen, um eine Vergrößerung der Zelle und eine Verdopplung aller Pläne und Maschinen in dieser Zelle zu erreichen. Dafür werden Steuerungspläne benötigt, die die zeitliche Reihenfolge dieser Prozesse regeln, also Zeitpläne. Dafür muss die Membran der Zelle genauso eingeschnürt werden, dass in beiden Hälften alle notwendigen Mikromaschinen und Baupläne, Steuerungspläne und Zeitpläne vorhanden sind. Erst jetzt kann die Membran ganz abgeschnürt werden, sodass wir 2 komplette Zellen haben, die sich dann später wieder vermehren können. Für diesen schwierigen Prozess benötigt man wieder weit über 10 Mikromaschinen und deren Baupläne und Steuerungspläne. Insgesamt brauchen wir also für eine Minimalzelle weit über 200 Enzyme, Mikromaschinen, 50 Werkzeuge, Übersetzerschlüssel, unser Lexikon, eine Membran, Schutzhülle
und weit über 300 Genepläne. Wir brauchen für den Anfang des Lebens insgesamt weit über 500 hochkomplexe Riesenmoleküle, von denen jedes eine spezielle festgelegte Aufgabe hat. Noch nie ist in irgendeiner besonders gut ausgeklügelten Ursuppe auch nur irgendein Enzym, ein Mikromaschinchen oder irgendein Gen, ein Plan mit Informationen und Wissen oder irgendeine Membran, eine Schutzhülle oder irgendein Übersetzerschlüssel entstanden. Selbst wenn auch nur ein einziges davon entstehen würde, könnte es niemals überleben oder irgendwie eine Entwicklung beginnen, denn es würde sehr schnell wieder zerstört werden. In Ursuppen sind noch nie brauchbare Enzyme oder Erbgutmoleküle entstanden. Das liegt daran, dass es sich um Kettenmoleküle handelt, die durch Wasser gespalten werden. Und Ursuppen bestehen eben größtenteils aus Wasser. Und darum entstehen solche Makromoleküle des Lebens nicht in Ursuppen. Und wir sehen an solchen Tatsachen, dass eben die beste Erklärung für die Entstehung von Makromolekülen des Lebens chemische Synthese und das heißt letztlich Schöpfung ist. Das ist die gigantische Kluft zwischen Tod und Lebendig, zwischen Stein und Zelle. Diese Mindestanforderungen an Leben werden wir uns in den nächsten Sendungen sehr genau ansehen. Wir werden dabei einen immer genaueren Eindruck von der schier unendlichen Tiefe dieser Kluft gewinnen. Bis dahin verabschiede ich mich von Ihnen, bis es wieder heißt Evolution. Alternativlos. Auf Wiedersehen. In der unbelebten Materie gibt es mehrere spezielle herausragende Einmaligkeiten, wie zum Beispiel das Wasser, die mit riesigem Abstand einzige Flüssigkeit, mit der Leben überhaupt möglich ist. Diese Einmaligkeiten sprechen deutlich für eine genaue, gezielte Planung und nicht für Zufall. Selbst von den tiefgläubigsten Evolutionisten wird zugegeben, dass der Schritt von toter Materie zu einer ersten Zelle völlig unvorstellbar erscheint. Dennoch wird er fest geglaubt. Leben ist ohne einen vollautomatisierten Stoffwechselkreislauf nicht denkbar. Dieser Kreislauf ist nach heutigem Kenntnisstand nicht ohne Enzyme, Mikromaschinen möglich. Diese Enzyme sind kurzlebig und müssen ständig wieder nachgebaut werden. Dazu werden Baupläne, Gene, eine ganze Bibliothek benötigt. Ein Ribosom, eine Art Übersetzerfabrik, kann diese Pläne lesen und analog dazu die richtigen Enzyme herstellen. Insgesamt benötigt man nach heutigem Kenntnisstand weit über 500 bestimmte spezielle hochkomplexe Makromoleküle, Riesenmoleküle, um einen ersten vollautomatischen Stoffwechselkreislauf zu ermöglichen.